Ja, schönen guten Tag. First Strike, the final hour. Hab ich gefunden. Ein Spiel, wo man die Welt in ein nukleares Desaster führen muss. Und am Ende der Letzte sein muss, der überlebt. Und ich finde, das hört sich nach jeder Menge Spaß an. Passt auch genau in die Kategorien, die ich sonst immer ganz gerne spiele. Wie zum Beispiel auch Redcon oder auch Forts. Deshalb dachte ich mir, da steige ich mal ein und gucke mir das Spiel zusammen mit euch an. Und vielleicht mit ein bisschen Glück haben wir hier einige Folgen bzw. jede Menge Spielspaß. Das Spiel gibt es übrigens für um die 12 Euro, knapp 12 Euro auf Steam. Ist gerade in den Neuerscheinungen erschienen und ja, wir gucken mal, was es uns bringt. Bis dato ist das der erste Bildschirm, den ich aufgerufen habe. Und das Einzige, was ich gemacht habe, ist die Option geändert. Hier seht ihr das Ganze schon. Das ist das Einzige, was ich gemacht habe. Falls ihr euch fragt, warum ihr einen schwarzen Balken gegebenenfalls oben und unten habt, ich spiele in dieser Auflösung, in einer Ultra-Wide-Auflösung. Und so kommt das. Ja, aber das will ich mir nicht nehmen lassen und so mache ich meine Let's Plays. Und jetzt starten wir erstmal mit dem Spiel zusammen. Mal schauen. Kein Intro. Wähle eine Supermacht. USA. Einfach. Okay. Gegner. Nordkorea. Unmöglich die Schwierigkeitsgrad. Auch nicht schlecht. Unbekannt. Schwierigkeitsgrad unbekannt. Westeuropa. Normal. Das ist das Einzige, was ich wählen kann. Okay. Gegner habe ich unten 4. Dann könnte man noch mal gucken. Ich habe leider keine Ahnung, was das hier bedeutet. Das wird wahrscheinlich noch uns irgendwann erklärt. Ich mache mal auf einfach. Statt mal auf einfach. Was haben wir hier? Schöne Superwaffe wählen. Was können wir hier machen? Eine. Nee. Was wäre das? Tarnkappenbomber finde ich schon mal sehr spannend. Eine dreckige Radiumbombe finde ich auch super. Und was haben wir hier? Warte, die machen wir mal wieder weg. Ist das jetzt für mich oder für die Gegner? Warte mal, hier kann ich wählen eine globale Trident. Die weltweit modernste Atomwaffe, die mehrere richtige und gefälschte Angriffe aufs Mal startet. Okay. Äußerst schwer aufzuspüren und sofort einsatzbereit. Der verstohlene Tarnkappenbomber. Was haben wir hier noch? Eine primitive, dreckige Bombe auf einer IRBM-Rakete. Sie hinterlässt eine unbewohnbare Zone für immer. Ja, das ist sehr dreckig. Ich meine, den Tarnkappenbomber finde ich ganz cool eigentlich. Und das ist... Will ich das jetzt für die anderen? Jetzt würde ich mal... das hier machen. Die dreckige Bombe lassen wir mal weg. Die kommt dann später noch zustande. So. Hier. Was ich schon merke ist, kann ich hier die Scrollgeschwindigkeit... Hier drehe ich mir ja einen Wolf an der Maus. Was kann ich hier machen? Debuild. Build Cruise. Hier baue ich irgendwas? Expand. Wo kann ich hinbauen? Ja. Hier ist irgendwas bereit. Aha. Ich will mich erstmal expandieren hier. So, Mexiko. Will ich haben. Und hier würde ich dann ganz gerne Teile von Kanada haben. Weiß nicht, ob ich das richtig mache. Ich gucke mir das Ganze mal an. Oh, da knallt es schon. Wie kann ich denn Research mache ich mal hier. Oh, ich habe hier einen Talentbaum. Das machen wir nochmal. Forschen. Okay. Werde gewarnt, wenn eine... alles klar. Dann machen wir das mal. Wir gehen schon. Stadt zerstört. Seoul wurde getroffen.
Das geht hier anscheinend massiv schnell. Hier bilde ich eine Cruise aus. Was kann ich hier bauen? Hier bilde ich auch Build Cruise. Was, ja. Wir machen jetzt mal anscheinend Debuild Research. Ich sehe überhaupt keine. Hier will ich expandieren. Dein Arsenal ist jetzt sehr stark. Du besitzt mehr als 9 Raketen und kannst damit den Befehl First Strike. Okay, ich will aber eigentlich will ich noch nicht. Ich muss leider gerade niesen, tut mir leid. So, bei einem First Strike feuern alle deine Nationen in einem Großangriff auf ein bestimmtes Gebiet. Hüte dich aber vor den Vergeltungsmaßnahmen der Verbündeten von ihnen. Okay, soll ich das jetzt tun? Diplomatie vielleicht erstmal. So, machen wir mal hier, verhandeln. Wäre ja cool, wenn ich Amerika und Europa, Russland wäre auch nicht schlecht. Okay. Was ist das hier? Nordkorea will ich nicht verhandeln. Das kann ich auch nicht verhandeln. Brasilien auch nicht. Okay. Was? Wir attacken mal hier, oder? Ja. Vor Brasilien, jetzt das Glitten. Der kommt nicht so weit. Na gut, dann lassen wir das mal. Bam. Jo. Brasilien dürfte uns jetzt ein bisschen sauer sein. Was ist hiermit los? Research, Build Cruise. Okay, die haben ja alle Sachen weggehauen hier offensichtlich. Bereit? Was ist bereit? Weiß ich jetzt auch nicht. Was haben wir hier? Build Cruise. Machen wir. Und hier würde ich ganz gerne mich nochmal expandieren. Dahin. Vielleicht bringt uns das was. Expand auch. Anscheinend ist das so ein Klickerspiel, wo wir unheimlich schnell sein müssen. Ja, ich würde hier gerne expandieren hin. Hier mache ich noch ein Research. Das habe ich gemacht. Was haben wir hier? Durch einen besseren, kannst du sehen, ob mein Land gerade blockiert ist. Alles klar, machen wir. Was? Nordkorea wurde vernichtet. Da geht hier ein Strike hin. Zerstören. Oder doch, 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 doch. Warte, hier kann ich was machen. Confirm. Defend, 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 defend. Ah, ich kann auch, alles klar. Der wurde auch. Okay. So. Was machen? Expand. Ja. Kann ich das hier aufbauen wieder, das Gebiet? Bin mal gespannt. Ich hätte gerne Tarnkappenbomber. Build Cruise. Okay. Build Cruise. Die haben ja gar nichts hier. Ist auch fertig. Hier Build Cruise. Ne, hier mache ich mal ein Research. Was kann ich hier machen? Durch verbesserte Berechnungen werden für dich alle Raketenzielpunkte sichtbar. Sehr gut, will ich haben. Hier geht's ab. Warte, warte, warte. Wo geht der hin? Brauche ich nicht. Will ich nichts machen. Hier ist. Hier kann ich auch machen. Build Cruise. Alles klar. Fliegen die hin? Die fliegen nach Afrika, Europa.
So, ich hätte ganz gerne... Oh! Leute, schnell, schnell, schnell! Und? Boah, wo kommen die denn her? Expand? Alles klar, Alaska will ich haben. Da kommt noch was. Nein, 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 nein! Leute! Okay, Abwehr. Hier ist auch was. Schnell, bei mir ist noch was. Kann ich hier... Der kommt hier hoch, Bill Cruz. Ich will aber defenden auch. Ich will defenden. Was machen? Defend, defend, defend. Alles klar, sehr gut, sehr gut. Das klappt ja schon mal vom Feinsten mit dem Defenden. Jetzt müssen wir bloß ein bisschen angreifen. Das wollen wir auch tun. Ja. Kommt irgendwo was runter? Attack, 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 attack. Gut. Hat er mich hier getroffen? Konnte ich den nicht abwehren? Warum? Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen researchen hier. Research. Geht das dann weiter? Es geht weiter. Was kann ich hiermit machen? Durch verbesserte werden Bau- und Abklingzeiten. Ja, sehr gut. Bau-Abklingzeit immer gut. Hier, warte, 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 warte. Defend. Ja, auch nochmal. Defend. Ja. So, das ist sehr gut. Ich muss noch mehr researchen. Auf jeden Fall. Research. Jetzt gehen wir mal auf den Baum. Das heißt das hier. Eine Raketenbasis erhöht die Raketenkapazität jeder Nation auf 4. Sehr gut. Machen wir einfach. Hier. Defend. Schnell. Schnell. Mach's weg. Ja. Oh, oh, oh. Da kommt wieder was. Defend. Hier kann man permanent draufdrücken. Eigentlich ist das ein Flickerspiel, ne? Ist jetzt nicht so. Research. Was kann man hier noch machen? Forschen. Die Zeitverzögerung in Menüs wird deutlich erhöht. Warum das? Ist das gut oder ist das nicht gut? So, jetzt mal hier. Ich will hier hochgehen. Alles klar. Was kann ich hiermit machen? Expand auch. Dann nehme ich das Gebiet noch ein. Build Cruise mache ich hier. Hier mache ich auch Build Cruise. Ich mache jetzt bald Build Cruise hier. Defend, da kommt irgendwas anscheinend. Da kommt auch was, oder? Attack, ja. Ich finde, ich baue mal jetzt so eine dreckige hier. Research, kann ich nicht hier. Kann ich nicht hier Research expanden? Defense, ich glaube, wieder was. Ah, die sind jetzt richtig schön schnell unterwegs, finde ich. Aber mal so eine dreckige. Das ist anscheinend auch nur mit dreckigen, denn ist das so der Lauf der Dinger, den ich dann wohl auch machen muss. Ah, jetzt sehe ich auch, wo die hinkommen. Oder? Warum ist jetzt Stopp? Ah, wenn ich in Menüs bin, wird es dann langsamer. Alles klar. Warte, Warning. Dann machen wir nochmal. Das geht gut. Und hier. Expand Research. Warum kann ich keine Abwehrmaßnahmen machen? Ja. Bauen wir mal eine IBM. Machen wir mal Attack hier. So. Ich komme ja auch wirklich an. So, jetzt hauen wir ihm mal einfach einen rein. Bam. Sehen nirgendwo, doch, da kann ich noch defenden. Build Cruise. Build Cruise. Ja, so ein Klickerspiel. Was haben wir hier? Expand. Wo könnte ich denn jetzt hier hin expanden? Tech. Ich brauche irgendwo Abwehrmaßnahmen. Ich habe das noch nicht gecheckt, wo ich Abwehrmaßnahmen hinkriegen kann. Bauen wir hier mal Cruise. Hier bauen wir eine dreckige. Nein! Will ich doch gar nicht. Aber hier könnte ich attacken. Oh, das geht auch weit. Da will ich hin. Machen wir mal die dreckige hier raus. Ja, mein Junge. Nicht mit mehr. Russland hat aufgegeben schon. Ja, also kenne ich die Russen nicht. Hm. Kommt die dreckige durch hier?
hier machen? So, Research machen wir auch. Was haben wir hier? Forschung Internet. Ja, das wollte ich doch haben. So, jetzt haben wir internationale Raketen. Die sind auch hier ganz groß. Warnung von Westeuropa, First Strike entdeckt. Alles klar. Ich glaube, wir haben keine Verbündeten, ne? Pakt verlassen. Ne, wir haben Pakt. Sehr gut. Hier machen wir auch einen Attack. Und zwar gehen wir jetzt auf ihn hier. Wollen wir. Kann ich, jetzt hier mal ein paar Meter geben. Ach, Build Crews, das sind die Verteidigungsmaßnahmen, alles klar. Wartet. Defend auf jeden Fall. Jetzt haben wir es doch. Defend auch. So. Hier bauen wir jetzt, alles klar. Wir bauen die dreckigen hier. Und hier noch ein paar Verteidigungsmaßnahmen. Bild hier, also. Da kommt eine Rakete hin und dann würde ich doch hier haben wir Abwehrmaßnahmen. Hier müssten wir die haben. Ne, wo haben wir die denn? Da. Zack. Hier expandiert er und ich will Brasilien einnehmen. Das machen wir gleich. Dann machen wir auch Expand, dann gehört uns sogar. Wo schießt der denn hin? Warum dahin? War da jemand? Wartet, wartet. Nein, nein, nein. Ich kann nicht abwehren. Ich kann nichts abwehren. Oder? Doch, hier, schnell noch, schnell noch. Ach, zu spät, ey. Da kommt auch eine hin. Oh, hier kann ich nicht expand wohin. Ja, probieren wir hier mal direkt wieder aufzubauen. Attack machen wir jetzt hier. So. Gibt's mir nämlich ein bisschen am Keksvogel. Jetzt machen wir mal den Global Strike hier. Wartet. Defend. Das sollte hinkommen. Attack. Kommt auch hin. Ja. So. Hier machen wir. Hier bauen wir mal die Interkontinentalraketen auf. Auf jeden Fall. Kann ja nicht sein, dass. Hier machen wir mal Abwehrmaßnahmen. Das finde ich, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Hier auch. Haben wir noch irgendwas, was wir. In Alaska würde ich ganz gerne researchen. Jetzt komme ich dem Ganzen auch hinterher. Was können wir hier. Die Inge hat eine Sprengköpfe für Angriffe mit Flächenwirkung. Ja. Ich generell mal alles im Research-Baum aus. Das hier. Ja. Will ich auch haben. Hier auch Abwehrmaßnahmen. Das ist mir alles jetzt so. Und hier mal eine Attacke. Maßnahmen. Hier machen wir. Wir machen mal schön dreckige
mir, ah ja, anscheinend, umso öfter das getroffen wird, umso mehr, was kann ich denn hier researchen? Okay. Da kommt was, da kommt was. Deshalb gehen wir hier auf Defend. Bauen direkt. Nochmal eine hinterher. Ich glaube, Brasilien sieht nicht ganz so gut aus. Was haben wir hier? Wo gehört das zu? Attack machen wir hier. Kommen die da unten hin? Da bauen wir jetzt erstmal Abwehrmaßnahmen hin. Vier Plätze haben wir hier. Und dann bauen wir hier noch eine dreckige hin. Schön reingeknallt. Das hat auch schon reingeknallt. Der hat irgendwie auch nur noch dann eine oder sowas. Brasilien hat aufgegeben. Jo. Alles klar, und wenn das dann vergittert ist, würde ich mal jetzt ganz straight behaupten, dann ist hier auch, dann, also hier hat man vier Plätze, habe ich schon verstanden, und wenn man dort getroffen wird, dann geht eine oder zwei Plätze, je nachdem, dann zurück. Hier kann ich zum Beispiel schon nur noch wenig machen. Ich kann mal gucken, ob ich hier expandieren kann, keine Ahnung, ob das was ausmacht. Hier kann ich auch mal gucken, ob man expandieren kann. Ich kann zwar hier auf die Felder gehen. Ich weiß nicht, ob man die wiederherstellen kann. Weiß ich nicht. Hier gucke ich auch mal, ob ich expandieren kann. Hier oben. Das könnte ich auf jeden Fall machen. Dann werde ich ein paar Abwehrmaßnahmen. Ich will mich jetzt mal richtig ausbauen hier. Was haben wir hier? Research. Ja, was gibt's hier? Verbessere, reduziere Bau von... Ja, machen wir. Klar. Alaska, dich werde ich auch researchen lassen. Und zwar kann ich hier eine neue Raketenbasis erhöht, die Raketenkapazität jeder Nation auf die... Ja, machen wir. Komm, hier richtig schön jetzt mal alles researchen hier. Was ist das? Habe ich das schon frei? Nee, das ist... Anscheinend kann ich nur zwei Sachen gleichzeitig forschen. Macht ja auch Sinn. Macht auch Sinn. So. Hier bauen wir die... Hier bauen wir Raketen. Kann ich hier noch was bauen? Ja. Bild IBMs. Okay. Hier Abwehrmaßnahmen. Was haben wir hier denn noch? Hier kann ich... Weil er getroffen worden ist. Hier kann ich gar noch nichts mehr machen. Hier kann ich... Abwehrmaßnahmen noch bauen. Ach, der baut jetzt zwei auf einmal. Das ist toll. Hier kann ich auch... Der baut hier zwei auf einmal. Dann mache ich hier Langstreckenraketen. Da baut er nur eine. Und hier baue ich so eine dreckige Rakete rein. Wer ist denn... Wer lebt denn überhaupt noch? Uns das mal angucken. Afrika ist noch am Start. Asien ist noch am Start. Was haben wir hier? Ja, das gehört wohl nicht zu mir. Hier machen wir mal Abwehrmaßnahmen auch rein. Schön, dass immer zwei gebaut werden. Diplomatie. Wir gucken uns mal an. Das ist... Das bin ich. Brasilien. Alle anderen sind raus. Westpakt verlassen. Könnte man machen. Das ist hier gesperrt. Das habe ich wohl noch nicht freigeschaltet. Das ist mein... Ist das mein Capital? Meine Hauptstadt. Ich guck mal gerade. Ich baue mich jetzt voll aus hier. Und dann kann ich gleich ein... Ich würde ganz gerne mal wissen, wie das mit dem First Strike ausschaut. Ich baue jetzt richtig viele Raketen hier. So, zack. Bin jetzt auch völlig Latte. Klotzen jetzt mal richtig raus. Irgendwann muss die Welt ja untergehen. Noch eine dreckige bauen hier, ne? Interkontinental. Die. So, und dann verlasse ich den Pakt und mache so ein First Strike, ne? So ganz hinterhältig.
Wo könnte ich denn nochmal researchen? Hier vielleicht. So. Jetzt machen wir hier verbesserte Strahlungswiderstand, erhöht die Treffer. Ja, alles klar. Machen wir. Dann kann ich hier auch noch ein Research machen. Auf der Seite, denke ich mal. Und zwar das automatische Verteidigungssystem. Feuert automatisch auf Raketen im Luftraum der Nation. Super. Warum habe ich das nicht sofort erforscht? Dann brauche ich nicht mal... Achso, ja gut. Die müssen ja erst fertig sein mit der... mit den Research-Aufgaben. Ach, das gehört hierzu. Kuba und was ist das? Sri Lanka hier unten oder so? Okay, kommen da Raketen? Kann das sein, dass... So. Ja, dann machen wir hier mal... bauen wir nochmal ein paar Abwehrmaßnahmen. Und von denen haben wir relativ wenig, von den Raketen. Ich weiß jetzt nicht, welche die... Naja, ist ja auch egal. Guck mal, wir spielen eh auf einfach jetzt gerade. Oh, da kommt schon wieder was. Ich würde ganz gerne mal gucken, ob wir jetzt ein automatisches Abwehrsystem haben. Das müsste ja eigentlich... automatisch jetzt mir helfen, ne? Macht es das? Ah, komm. Ich muss mal manuell raus, die Dinger. So. Die Diplomatie ist anscheinend... Wer ballert denn? Ich habe doch eine Diplomatie mit Europa. Und die ballern, glaube ich, richtig hart auf uns. Kann das sein? Das verstehe ich jetzt nicht. Also, ich habe einen Pakt mit Westeuropa und die schicken hier gerade Raketen so von wegen, hi, schön, dass ihr da seid, da bist. Wir hauen dir mal Raketen. Jetzt hier, was haben wir hier? Tarnkappenbomber, die Superwaffe. Research, was haben wir hier? Ja, startet, ich bin gespannt. Ich habe aber auch nicht mehr so viele Plätze frei. Wo, kann ich die jetzt schon einsetzen? Habe ich die jetzt schon erforscht? So, das wird mich jetzt interessieren. Wo kann, wird erforscht, alles klar. Das ist anscheinend die Superwaffe. Wo es dann drauf und drauf war. Ja, guck mal an hier. Was war das? Jetzt sollten wir hier doch nochmal Abwehrmaßnahmen reindrücken. Ne, ich warte jetzt erstmal bis... Da. Wird's angezeigt. Afrika sieht auch noch sehr gesund aus, finde ich. Sollte man ändern. Kann ich hier eigentlich expandieren? Eigentlich auch? So, was passiert, wenn ich denn jetzt hier hingehe? Frage ich mich. Und was passiert, wenn ich hier hingehe? Baut ihr das Land wieder auf oder ist das prinzipiell jetzt Kernschrott? Da habe ich Bauarbeit. Soll ich die... wird gebaut. Sehr gut. Das sind anscheinend meine Superwaffen. Hier kann ich... Ah, guck mal. Ich kann hier was hinbauen. Ich kann das Land also wieder aufforsten. Ja, dann expandieren wir doch mal. Fleißig hier in die Länder. Ich habe zwar dann nur noch... Nee, doch 5 kann ich hier bauen. Ich sehe das ganz schlecht leider. 3 kann ich hier bauen. Hier auch 3. Das haben, hier haben wir expandiert. Expandiert, expandiert. Sehr gut. Dann nehmen wir Brasilien ein. Chile. Also,
Kann ich hier Superwaffen bauen? Nein. Dann baue ich hier doch nochmal Abwehrmaßnahmen rein. Hier baue ich nochmal eine rein. Das sieht jetzt aus, als wäre ich relativ gut schon ausgerüstet. Kann ich hier noch Research? Wir haben, glaube ich, alles, oder? Ja. Alles in dem Forschungsbaum drinnen. Dann können wir jetzt eigentlich nur noch richtig schön aufrüsten. Machen. Bauen wir hier überall erstmal eine Abwehrmaßnahme rein. Genauso wie hier. Ich seh leider relativ schlecht, wie viel ich noch frei habe. Und eine Rakete, hier soll ich aber expandieren. Genau. Gehen wir mal hier runter. Hier expandieren wir auch. Hier gehört mir das schon. Wir expandieren hier hin. Und dann nehmen wir den ganzen Flügel ein. Ne, hier kann ich gar nicht mehr expandieren. Mist, hab ich. Egal. Was sind das hier für Sachen? Die Orangen. Werden wir vielleicht gleich sehen. Expand. Hier kann ich noch hin, alles klar. Das ist eine Fabrik, glaube ich, oder sowas. Bauen erstmal Abwehrmaßnahmen, dann geht das schon schnell. Komm, wir bauen jetzt hier alles voll Raketen. Bereit. So. Ich mache es jetzt nämlich ganz charmant. Und mit charmant meine ich, ich greife Europa an. Nee, soll ich Afrika einfach angreifen? Ich glaube, Diplomatie. Hier sind ja auch irgendwie alle tot, oder? Ich habe Brasilien freigeschaltet. Okay. Gerade, ihr merkt das, ich drücke mich gerade so ein bisschen vor dem First Strike. Aber von nichts kommt nichts, oder? So, Leute, ja. Das wollte ich haben. Das Spanien schickt uns. So, jetzt will ich mal gucken, ob er automatisch abwehrt. Ja, macht er. Sehr gut. Sehr gut. So, dann würde ich doch sagen, ich schicke mir auch mal ein Geschenk rüber und machen jetzt hier bereit. Okay. Warte mal. Habe ich das hier? Ja. Okay. Superwaffe am Start. Kann das sein, dass ich jetzt hier richtig reinklotze? Ja, da kommt die Superwaffe. Und? Was wird sie tun? Warte mal. Abwehren. Defend. Ja. So. Oi. Ja, aber vom Feinsten, oder? Boah, du sollst auf jeden Fall auch abwehren. So, habe ich jetzt Europa so ein bisschen richtig... Habe ich es Europa jetzt so richtig gegeben? Kann das sein? Jetzt müssen wir aber noch ein paar Abwehrmaßnahmen hier bauen. Der will da oben rein. Der würde aber jetzt... Der würde laut meinen Berechnungen... Der verteidigt sich auch selber. Das ist gut. So, jetzt Europa, du hast ein bisschen gelitten. Das tut mir auch leid. Wie kann ich denn hier... Vorstehende Raketen, Dingens. Okay. Ja, der will es wissen. Der will es echt wissen. Wow. Attack. Und zwar gehen wir jetzt... Was lebt denn hier noch? Italien, ne? Ja.
Ciao, ciao bello, ciao, ciao, ciao. Dann werden wir hier auch einen Tag machen. Und zwar gehen wir, was lebt hier noch? England, yeah. Nicht mehr lange. Was lebt hier noch? Deutschland. Ja. Warte, 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 wo geht der hoch? Wo geht der hoch? Will es unbedingt. Er will die ganze Zeit auf Brasilien gehen hier. Was haben wir hier noch? Ja, bauen wir mal Abwehrmaßnahmen. Dann geht das ja, sollte das automatisch gehen. Und wer. Ah, der Nahe Osten schießt auf mich. Vom Feinsten. Dann werde ich den Nahen Osten jetzt mal befrieden, wie es so schön heißt. Oh nein, hier ist einer runtergekommen. Was hab ich? Ja. So, da kommt mein Tarnkappenbomber. Und? Ach, der klaut ihm dann. Und er ist auch bereit. Oh, ich hab hier. Wird gebaut. Nee, ist bereit. Alles klar. Uiuiuiuiui. Wie kann ich denn. Attack. Okay. Der hat eine Abwehrmaßnahme noch. Dann, ja. Wenn er eine Abwehrmaßnahme hat, der kriegt jetzt einfach so richtig einen hier rein. So. Der hat auch nur noch ein, ja, Attack und zwar hier rein. Nee, kann er nicht, will er nicht. Okay, dann lass es auch. Schöne Rakete runtergekommen hier. Und? Was hier teilt sich alles auf? Yes. Mhm. Ich glaube, das war die dreckige, die ich da losgeschickt habe, die sich da so aufteilt. Da kommt was hin. Da habe ich automatische Abwehrmaßnahmen drin. Hier kann ich auch noch einen Attack machen. Der kommt gar nicht mehr so weit. Hiermit. Schade. Kommt der weit? Ja, er kommt viel weiter. Und zwar Skandinavien. Tschö. Automatische Abwehrmaßnahme, sehr gut. Hier haben wir noch ein paar richtig schöne Raketen. Hier würde ich ganz gerne erstmal Abwehrmaßnahmen hinsetzen. Das sind nämlich keine. Habe ich jetzt eine. Ich glaube, das ist wieder eine, die sich aufteilt. Eine dreckige. Hier machen wir jetzt. Ach, Mist, wollte ich gar nicht. Egal. Was ist das eigentlich? Ach, das gehört ihm auch noch. Alles klar. Ja, aber da komme ich doch dran, ne? Ja. Muss ich sagen. Sieht mir auch wieder wie eine dreckige aus. Und er hat hier, was ist das denn hier? Polen. Polen steht noch. Bams. Bevorstehender Raketenangriff sehe ich nicht auf meinem Radar. Die wurde auch schon, glaube ich, abgewehrt. Hier bauen wir nochmal schnell Abwehrmaßnahmen rein. Da kann ich nur attacken und der kommt echt nicht weit. Warum kommt der nicht so weit? Hier baue ich nochmal eine. So eine. Wie weit kommen die denn hier? Einfach mal so ins Blaue gesprochen. Auch nicht so weit. Die können ja nur den halben. Ja, gut. Dann müssen wir expandieren. Geht nicht anders. Ah, hier oben könnte ich noch hin expandieren. Habe ich das jetzt gemacht?
wieder hin? Ah ja, okay. So. Ja, wir expandieren. Das kann man und muss man und sollte man anscheinend tun. Das Gebiet haben wir jetzt gleich. Können wir hier was aufbauen? Ja, ich bilde schon mal eine Crew. Wie viele haben wir denn hier? Wie viele Felder frei? Ich sehe es nicht gerade. Doch, hier. Eins hätten wir noch frei. Dann bauen wir hier doch eine IBM rein. Und dann gucken wir mal, ob das die ist, die sich aufteilt. So, wir machen mal direkt mal eine Attack. Ein paar Abwehrmaßnahmen haben wir noch drin. Aber auch nicht mehr viele. Das sollte jetzt auch dein letzter. Oh, Türkei. Machen wir weg. So. Da hat er noch. Ah ja, 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 ja. Komm. Lässig, ganz lässig ziehe ich den raus. Dann baue ich sogar nochmal schnell ein paar Abwehrmaßnahmen. Das sollte noch klappen, bevor die überhaupt noch einschlägt. Oder? Da probiert er irgendwie noch was zu machen. Kriegen wir hin. Hier attacken wir und zwar ihn hier. Wir gehen jetzt knallhart hier rein. Das nehmen wir hier noch mit. Ja. Habe ich aber eine dicke hier, ne? Kann das sein? Unglaublich. Was habe ich denn jetzt hier losgeschickt? Wehr du mal ab hier, warte. Ja. Sehr gut. Jetzt machen wir hier nochmal ein paar Abwehrmaßnahmen rein. Hier haben wir noch welche, hier haben wir überall welche. Europa sollte doch jetzt so langsam aufgeben, oder? Kann das sein? Sollte man das... Ja, Attack. Und kommen wir hier weit, kommen wir ja nicht, ne? Kann ich hier expandieren oder sowas? Ich guck mal. Da habe ich expandiert. Hier gehen wir doch einfach auch nochmal weiter. Ja. Bam. Was ist das denn hier? Warum hat hier denn so viele Raketen hier liegen? Wir brauchen definitiv mehr Raketen. Wir haben verstanden. Da kann ich nur einen Attack machen und weit komme ich nicht. Weil ja nur so. Hm. Komme ich hier mit weit? Ja, hier ist aber gar nichts mit Afrika. Ah, guck mal. Da will er wieder eine schießen da oben. Aber kein Problem für meine Jungs. Wir haben nämlich Abwehrmaßnahmen. Und das ist ein Problem. So. Kein Problem. Alles klar, hier bauen wir. Attacken wir mal hier. Ah ja, boah, der kommt ja über den gesamten Kontinent. So, jetzt reicht's. Jetzt ballern wir einfach alles zu. Fertig, habe ich mich gerade so entschieden. Indien. Weg. Abwehrmaßnahme, sehr gut. Ah, bereit. Ah, wir haben wieder die Superwaffe. So. Was ist das denn eigentlich nochmal? Hier, bereit. Da würde ich gerne hier hingehen. Ja. Hab ich gemacht, ne? Kommt jetzt, oder? Hier haben wir die Stadt zerstört. Kommt jetzt meine Superwaffe?
an Start. Nein, will ich nicht. Warte mal. Automatisch abgewehrt. Wo ist hier Superwaffe? Ah. Das ist erstmal hier die. Alles klar. Okay. Da ist sie. Die Superwaffe kann also auch mehrere. Da kommt sie. Bau dich auf. Die gucke ich mir jetzt nochmal an im Detail. Und. Jo. Ja, Leute, ne? Alles klar. Ja. Ich glaube, die ist auch bereit. Die jagen wir mal hier hin. Da kommt der Tarnkappenzerstörer. Hier, Achtung. Ja, hier und hier mit seiner letzten. Die müsste jetzt automatisch starten. Eigentlich, ja. Tut sie auch. Hier habe ich auch Abwehrmaßnahmen drin. Alles kein Problem. So. Ja, ist ja. Baubereit, den brauchen wir bereit. Ja. Da kommt mein Tarnkappenbomber. So. Hier werden wir, hier haben wir auch Abwehrmaßnahmen sitzen. Hier werden wir eine Attack ausführen und zwar hierhin. Automatische Abwehrmaßnahmen, sehr gerne. Ja, man muss sich halt leider bloß immer hier die ganze Zeit fröhlich klicken mit dem Spiel. Das gefällt mir jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so. Also das bedeutet, eigentlich ist es ein Klickerspiel auf hohem Niveau. Muss ich dazu sagen, das missfällt mir. Kann jetzt nicht so schön taktisch bauen und man muss ständig irgendwas anklicken. Ist eher so ein, ich meine auch das gehört zu haben, dass das eine hier. Knallt. Hier machen wir nochmal einen Attack. Warte, wohin gehen wir da? Hier hin. Machen wir auch einen Attack, kann ich gar nicht machen. Hier bauen wir mal Abwehrmaßnahmen. Defend. Hier baue ich noch mal schnell so eine. Dann sollte das gleich, ja, bam. Dann sollte sich das gleich erledigt haben auch. Hier kann ich ihm, wo baut er denn die hier? Wo sitzen die? Ach, da sitzen die. Israel ist das, alles klar. Na, Israel, normal, nach meinen Berechnungen müsste der Tarnkappenbomber ihm jetzt die Raketen oder einige Raketen klauen. So wird das gemacht mit dem Tarnkappenbomber. Und hier kommen auch automatische Abwehrner. Hier kann ich attacken. Und zwar attacke ich auf jeden Fall dann Israel. Komme ich hier dran? Glaube ich dann wirklich, das war jetzt hier so eine. Soll ich jetzt die ganze Welt kaputt schrauben? Ich weiß es nicht. Wann er denn. Hat er irgendwie noch was? Ach, hier unten, auf jeden Fall. Warte mal, ich guck mal, wo man hier was einschlägt oder einschlagen könnte, aber noch sieht alles gut aus. Ja.
probiert. So, jetzt machen wir nochmal hier den hier. Jetzt nicht. So. Ja, eigentlich auch Latte, da kommt was an. Oh, ich habe hier gar keine Abwehrmaßnahmen. Oder? Doch, habe ich. So. Und er sollte jetzt hier sich eigentlich um den Rest kümmern. Ich will jetzt so langsam gewinnen. Ich bin ja hoffnungslos auch überlegen hier. Gebt jetzt endlich auf. Kann ich hier hin? Ne, kann ich gar nicht. Den erreiche ich gar nicht. Will jetzt nicht, gar nicht mehr so groß expandieren und sowas, um ehrlich zu sein. Weiß auch mal noch nicht. So, was habe ich hier gebaut? Hier habe ich auch noch was. Attack. Ja, da komme ich doch dran hier unten. Hier komme ich nicht dran. Was ist der denn? Das wird so eine dreckige sein. Er expandiert hier. Muss ich jetzt alle Länder plattlegen? Das wird mich jetzt ein bisschen, wie soll ich es ausdrücken? Ein bisschen stören. Da liegen noch ein paar Sachen. Weil das wird sich dann doch echt hier hinziehen, das Spiel. Das ist so ein... Ja. Weiß ich auch nicht. Kann ich nicht. Will ich nicht. Nochmal expandieren hier. Machen wir hier auch mal expandieren. Dahin. Ich will, dass er jetzt aufgibt. Er hat ja auch irgendwie nichts. Oder was will er denn hier machen? Bam. So. Bam. Eigentlich, jetzt müsste doch Ende sein, oder? Hier ist doch nichts mehr wirklich, was... oder ist da... Ach, Nein. Schieß nicht auf meine eigenen. Muss ich auch nicht. Muss ich jetzt hier wirklich alles ausbauen? Ja, anscheinend schon. Okay. Was kann ich hier denn noch tun? Expandieren. Alles klar. Dann dahin. Drei Stück hat er noch. Gleich kommt meine Superwaffe noch. Hier haben wir, hier kann er noch gar nichts machen. Auch Attack, da komme ich hin tatsächlich. So, jetzt schrote ich ihm alles hier zu. Genau wie hier. Warte mal, ich muss bloß gucken, wo er das hier gebaut. Hier so, ne? Ja. Ich schrote ihm ja auf jeden Fall alles zu. Dann Expand für China. So. Expand. Wo kommen wir hier uns? Hier, Japan. Gleich ist meine Superwaffe wieder bereit. So. Und hier auch. Aber im... Ja. Westeuropa.
Club hat aufgegeben und wir haben gewonnen. Fazit von dem kleinen Spiel. Viel Glück, du wirst es brauchen. Also, Fazit von dem kleinen Spiel ist nicht schlecht, ist ganz lustig, ist so mehr oder weniger ein taktisches Klickerspiel. Ich glaube, das wurde auch für Android entwickelt, habe ich mal, meine ich, gelesen. Eignet sich wahrscheinlich wunderbar, wenn man auf der Couch liegt, auf dem Tablet und man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie, im Fernsehen läuft nichts Vernünftiges oder die Frau guckt irgendwie irgendeine Kochsendung oder was auch immer und man sagt, okay, ich guck mal parallel mit zu, aber letzten Endes liege ich auf der Couch mit dem Tablet. Ich glaube nicht, dass man hier eine große Langzeitmotivation hat. Mal schauen, ihr könnt mir ja sagen, wie es euch gefällt, unten in den Kommentaren. Ansonsten wäre es, glaube ich, noch eine Herausforderung, wenn man jetzt auf schwer oder mittel oder schwer stellt. Das wäre schon nicht schlecht. 6% habe ich schon freigeschaltet mit dem Einspiel. Naja, ich weiß es nicht. Bin gespannt auf eure Meinung. Also, bis dahin und bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.